Daily. Junge Startups. Ja, herzlich willkommen. Mein Name ist Nina Weidenauer und ich begrüße euch zu der bereits 13. Folge der Rubrik Junge Startups. Und das heißt, dass mit dieser Folge bereits fast 40 junge Unternehmen zu Gast waren, was mich natürlich super freut. Ich hoffe aber auch, dass noch ganz viele folgen werden und ihr könnt mit eurem Startup die Nächsten sein, da ihr einfach eine kurze Bewerbung an podcast@startupinsider schicken könnt oder Gründerinnen und Gründer dazu ermutigen könnt, sich das Format mal genauer anzuschauen. So, jetzt genug des Freudentaumels. Wir starten nun mit unserem ersten Startup, nämlich Unit Plus. Unit Plus hat die Mission, die Vorteile und die Einfachheit von Geld als Zahlungsmittel mit den Renditechancen des Kapitalmarkts einfach zu verbinden. Nicht genutztes Geld wird automatisch von einem Referenzkonto angelegt und kann als Zahlungsmittel verwendet werden. Unit Plus möchte so mehr Menschen zu einer bequemen, sinnvollen und vor allem auch modernen Art der Geldanlage verhelfen, die sich dem eigenen Lebensstil anpassen und sich flexibel in den Alltag integrieren lassen soll. Das zweite Startup ist Scramble. Scramble hat die Mission, Talente und Unternehmen zusammenzubringen. Der Scramble Skill Matcher übersetzt nämlich unpersönliche Stellenausschreibungen und standardisierte Lebensläufe in individuelle Skill-Profile. Mittels intelligenter Algorithmen wird ermittelt, wie gut interessierte Talente zu ausgeschriebenen Stellen und Projekten passen. Und zusätzlich gibt das Startup Vorschläge für das ideale Zusammenarbeitsmodell zwischen den Parteien ab und kümmert sich außerdem noch um die lästigen und administrativen Aufgaben. Und den Schluss macht heute LexAI. LexAI ist eine internationale KI-gestützte Plattform für Rechtsrecherche, Wissensaufbau und Community, die es Rechtsexpertinnen und Experten, Führungskräften von Anwaltskanzleien, Wirtschaftsprüfungs- und Beratungsunternehmen, politischen Institutionen und ermöglichen soll, auf zugängliche, schnelle und integrierte Weise rechtliches Wissen zu erwerben und zu erweitern. So, alle Startups können aber noch viel mehr als meine kurze Beschreibung, also bleibt unbedingt dran. Mehr Insights erfahrt ihr nach den Verbraucherhinweisen. Werbung. Hast du gerade eine Finanzierungsrunde geraced und musst schnell global wachsen, die richtigen Mitarbeiter finden, ohne Kompromisse im Sales und Customer Service einzugehen? Dann ist The Nest by Webhelp genau der richtige Partner für dich. Als führender Outsourcing-Provider für Startups und Scale-Ups arbeitet The Nest mit einer Vielzahl an Fintech sowie bekannten Quick- und E-Commerce-Größen zusammen. The Nest baut dein maßgeschneidertes Team in Rekordzeit. Interesse geweckt? Dann buche jetzt deinen Intro-Call auf The Nest. Das war die Werbung. Und jetzt geht es weiter mit Startup Insider Daily. Junge Startups. In unserer heutigen Vorstellung begrüßen wir Kerstin Schneider, Co-Founder und CFO von Unit Plus. Daniel Prober, Co-Founder und COO von Scramble. Susanne Funke, CEO und Legal Officer bei LexAI. Und jetzt geht es los mit Unit Plus. Smarter als dein Konto, flexibler als dein Portfolio. Was ist euer Produkt? Unit Plus ermöglicht weltweit zum ersten Mal, dass man mit seinem Portfolio in Echtzeit über eine Bankkarte bezahlen kann und schafft damit neben Cash, Credit oder auch Buy Now, Pay Later eine neue Zahlungsmöglichkeit. Unsere Überzeugung ist es, dass Investieren für alle einfach plus zugänglich sein sollte. Deshalb kombinieren wir das einfache Investieren mit der Flexibilität, jederzeit mit dem angelegten Geld zu bezahlen. Außerdem haben wir einen Algorithmus entwickelt, der es ermöglicht, individuell zugeschnittene Beträge investieren zu können, die auch mal monatlich schwanken, also je nach Lebensabschnitt und Lage von KundInnen. Klingt ein bisschen komplizierter, ist aber in drei Schritten ganz einfach erklärt. Also erstmal smart sparen über unseren personalisierten Investitionsplan, so wie wir ihn nennen, mit dem du monatlich einen Betrag investierst, der zu deinen aktuellen Lebensverhältnissen passt und nicht andersherum. Smart anlegen, indem du ganz einfach nachhaltig und breit gestreut über ETFs, sogenannten Exchange-Traded Funds, in über 800 Unternehmen weltweit investierst. Und dann aber auch smart ausgeben, indem du direkt mit deinem Portfolio bezahlst und damit das Geld nutzt, das aktiv für dich gearbeitet hat. Damit denken wir Geldanlage neu und von vorne bis hinten, individuell flexibel. Für alle, die einfach in ein Portfolio für ihre Zukunft investieren plus heute flexibel sein möchten, bieten wir eben unsere smarte Kontoanlage-App, die beides verbindet und zu jedem passt. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Wir drei Gründer, Fabian, Sebastian und ich, kommen jeweils aus der Asset-Management- bzw. Fintech-Industrie.
Sebastian, unser CTO, hat beispielsweise die letzten 8 Jahre bei Billpay und Klarna gearbeitet. Fabian war bei einem größeren deutschen Asset Manager und ich habe Banken und Finanzdienstleister beraten. Also alle drei haben in gewisser Weise in diesem Bereich gearbeitet und sind so immer wieder auf das Problem gestoßen, dass Geldanlage nicht unbedingt einfach und flexibel ist und haben dort noch gesehen, was funktioniert und was nicht funktioniert. Darüber hinaus haben wir mittlerweile ein diverses und interdisziplinäres Team aufbauen können, das sich hinter unserem Vorhaben, investieren so einfach wie sparen zu machen, versammelt. Welches Problem löst ihr? Auf der einen Seite gibt es mittlerweile seit mehreren Jahren keine Zinsen mehr auf Giro-, Tagesgeld- und Sparkonten. In Deutschland alleine liegen rund 3 Billionen Euro also zinslos auf Konten rum und verlieren tagtäglich an Wert und Kaufkraft, insbesondere zu der aktuell sehr hohen Inflation. Auf der anderen Seite gab es zwar in den letzten beiden Jahren einen regelrechten Kapitalmarktboom, nichtsdestotrotz sind nach wie vor unter 20% der Deutschen am Kapitalmarkt aktiv und investieren ihr Geld, um so von Wirtschaften produzierenden Unternehmen profitieren zu können. Demgegenüber erleben wir einen immer stärkeren Zulauf an digitalen Zahlungsmitteln. Nicht nur durch Bankkarten und E-Wallets, sondern auch durch neue Alternativen wie Buy Now, Pay Later und Kryptowährungen. Eine direkte Zahlungsmethode mit Produktivkapital, wie wir es nennen, die als Finanzierungsquelle aus einem breit gestreuten Kapitalmarktportfolio schöpft, gibt es aber nicht. Dabei wäre gerade eigentlich eine solche Zahlungsart die direkte Antwort auf die negativen Realzinsen in unserem Geldsystem. Aus unserer Sicht ist also alles besser, als Geld zinslos auf dem Konto rumliegen zu lassen. Dementsprechend finden wir die Kombination von Bequemlichkeit einer einfachen Geldanlage mit der Flexibilität einer Bankkarte extrem gut. Und auch wenn der Kapitalmarkt mal schwanken kann, steigt er durchschnittlich gesehen. Genau aus dem Grund ist unsere Investmentphilosophie auch eben breit gestreut und nachhaltig. In Summe möchten wir die Angst vor der Geldanlage und dem Kapitalmarkt generell nehmen. Und deshalb bieten wir eine App, die super einfach in der Eröffnung und super leicht zu handeln ist. Wir bieten quasi den Sparplan passend zu den jeweiligen Finanzen, das Portfolio passend zu den Zielen und wenn man das Geld eben doch mal braucht, dann eben die Unit Plus Karte, um direkt mit dem Depot bezahlen zu können. So einfach und flexibel wie mit jeder anderen typischen Bankkarte, nur eben ein bisschen smarter. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Unser Geschäftsmodell ist in erster Linie auf B2C ausgelegt. Den Service, den Unit Plus damit anbietet, verstehen wir auch als Neo Asset Management. Nachdem Neo Banken, die Bankenwelt und Neo Broker, das Brokerage, mittlerweile seit einigen Jahren aktiv mitprägen, positioniert sich Neo Asset Management als Herausforderer von traditionellen Asset Management Häusern, in dem eine personalisiertere und einfach bequemere Customer Journey angeboten wird. Auch was das Pricing betrifft, möchten wir so transparent und einfach wie möglich sein. Ohne versteckte Kosten oder irgendwelche prozentualen Gebühren, bei denen man gar nicht versteht, um was es geht. Aus dem Grund sagen wir, Geldanlage für einen Kaffee im Monat muss möglich sein, unabhängig davon, wie viel oder häufig man mit der Karte bezahlt. Darüber hinaus ist es sehr typisch, dass man im Asset Management eine jährliche Gebühr in Höhe des angelegten Geldes bezahlt. Auch hier möchten wir es so einfach wie möglich machen und haben nur einen Betrag inklusive aller ETF-Kosten. Wer ist eure Zielgruppe? Das sind insbesondere die Mitte 20- bis Ende 30-Jährigen, die mehr aus ihrem Geld machen möchten, aber ohne sich vorher mühsam damit zu beschäftigen, welche Aktie man wählt oder mit welchem Timing man kauft und verkauft. Eine Do-it-for-me-Lösung sozusagen, die es eben sehr einfach macht. Wie seid ihr finanziert? Wir sind bisher über Business Angels finanziert. Letztes Jahr haben wir eine Pre-Seed-Finanzierungsrunde mit Angels und InvestorInnen in Höhe von rund 800.000 Euro geraced. Die haben wir genutzt, um Produkt, Team und Plattform aufzubauen und uns regulatorisch richtig aufzustellen. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Wir sind noch nicht am Markt, haben aber nach unserer Gründung und der ersten Finanzierungsrunde extrem viel auf die Beine stellen können und haben das Produkt nun so gut wie vollständig entwickelt und unsere Partnerbank integriert. Neben der Partnerbank, die wir nach einem aufwendigeren Auswahlprozess für uns gewinnen konnten, haben wir eine Warteliste aufgebaut, die sich sehen lassen kann. Und möchten so in wenigen Wochen mit der Family and Friends Phase starten, um kurz darauf dann auch den wirklichen Launch durchzuführen. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Einige, insbesondere ein diverses und interdisziplinäres Team aufzubauen, das bereit ist, mit uns an die Vision zu glauben und daran zu arbeiten, war schon echt ein Riesenerfolg. Regulatorisch hatte ich ja vorhin schon kurz erwähnt, dass wir uns so aufgestellt haben, dass wir als kleines Fintech unser Geschäftsmodell auch umsetzen dürfen mit der Partnerbank zusammen. Und generell der Fortschritt der Warteliste und der Integration bzw. Entwicklung der App lief einfach super. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in 3 Jahren stehen? In Summe arbeiten wir an einer Welt ohne unproduktives Kapital. In 3 Jahren konnten wir dem Ganzen hoffentlich schon deutlich näher kommen, sodass mehr Menschen von wirtschaftlichen Aufschwüngen profitieren können und klassische deutsche SparerInnen mehr aus ihrem Geld machen können.
Investieren so einfach wie eben sparen. Checkt mal unsere Website www.unitplus.eu. Das war die Vorstellung von Unit Plus. Smarter als dein Konto, flexibler als dein Portfolio. Und jetzt stellt sich vor Scramble. Wir bringen Talente und Unternehmen zusammen. Was ist euer Produkt? Ja, sehr gerne erzähle ich euch ein bisschen was über unser Produkt. Auf Scramble können Nutzerinnen und Nutzer ganz einfach und schnell ihre persönliche berufliche Zukunft entdecken, indem sie durch unser personalisiertes Onboarding laufen und auf Basis ihrer bisherigen Berufs- oder Studiumserfahrungen super schnell ihr eigenes Skillprofil erstellen können. Zusätzlich können sie in wenigen Schritten weitere relevante Kriterien für ihre Jobsuche aufnehmen, wie zum Beispiel das gewünschte Arbeitsumfeld, Pensum, Ort und Reisebereitschaft oder aber auch jobspezifische Kriterien, wie zum Beispiel die Frage zur Bereitschaft für Nachtdienste in der Pflege oder die gewünschte Höhe der Budgetverantwortung im Bereich Marketing zum Beispiel. Je nach Auswahl stellt sich dabei die User Journey von Scramble anders zusammen und ermöglicht eine personalisierte User Experience bei gleichzeitig hoher Standardisierung in der Datenverarbeitung. Auf Basis dieses Inputs schlagen wir den Nutzerinnen und Nutzern dann passende Stellenangebote, Berufsalternativen und zukünftige Aus- und Weiterbildungen vor. Unternehmen auf der anderen Seite haben die Möglichkeit, nach spezifischen Skills zu suchen und weitere jobspezifische Angaben zu machen, um den passendsten Kandidaten oder die passendste Kandidatin für ihre Position zu finden. Durch unser intelligentes Matchmaking und unsere Graph-Datenbank sind wir dabei in der Lage, nicht nur exakte Skilltreffer zu matchen, sondern auch geeignete Personen zu finden, wo das Skillset eine hohe Ähnlichkeit aufweist. Zusätzlich haben wir einen Privacy-by-Design-Ansatz, den wir verfolgen. Dieser verhindert, dass potenziell diskriminierende Daten vor dem Kennenlernen ausgetauscht werden und somit sind wir auch 100% DSGVO-konform. Aus wem besteht euer Team? Ja, noch ein paar Worte zu unserem hervorragenden Team. Das Co-Founder-Team von Scramble besteht aus 5 Personen. Auf der Business-Seite sind wir 3 Personen, die schon mehrere Jahre im Rahmen ihrer Promotion zu den Themen Plattformen, Business Ecosystems und New Work an der Uni St. Gallen zusammengearbeitet haben. Unser Sales- und Talent-Community-Bereich wird geführt von unserem CCO Chris, der auch bereits mehrere Jahre Berufserfahrung als Unternehmensberater sammeln konnte. Investor Relations und Strategie macht unser CEO Mark, der auch schon bereits mehrere Jahre im strategischen Projektmanagement tätig war und der Operations- und Datenbereich wird von mir selber geleitet. Auf der Tech-Seite haben wir unseren CTO Johannes, er leitet die Softwareentwicklung und auch er hat schon über 10 Jahre Erfahrung im Bereich Softwareentwicklung, Plattformentwicklung und unser UX-UI-Bereich und das ganze Thema Design wird verantwortet von unserer CUXO Christina. Auch sie kommt mit einem Rucksack von mehreren Berufsjahren in einer Digitalagentur und bringt wertvolle Erfahrungen für die visuelle Gestaltung der Plattform mit. Unterstützt werden wir von 2 weiteren Entwicklern und weitere Personen, die im Minijob oder Werkstudentenrollen tätig sind und uns jeden Tag unter die Arme greifen und uns so helfen, das Geschäft weiter aufzubauen. Welches Problem löst ihr? Ja, viele Menschen sind auf der Suche nach ihrer beruflichen Zukunft überfordert. Auf der Kandidatenseite verbessern wir die Orientierung am Arbeitsmarkt und sorgen dafür, dass Menschen entsprechend ihrer Fähigkeiten und Präferenzen genau die Positionen finden, die für sie geeignet sind. Auf der Unternehmensseite ist das Bild ein bisschen differenzierter. Hier haben wir auf der einen Seite Unternehmen, die tendenziell zu wenig Bewerbung auf ihre Jobausschreibung erhalten. Diese erhalten Zugang zu einem Pool an geeigneten Kandidatinnen und Kandidaten und können sich entsprechend als spannende Arbeitgeber positionieren. Unternehmen auf der anderen Seite, die zu viele Bewerbungen erhalten, können gezielt nach passenden Personen browsen oder sparen sich so viele administrative Kosten im Handling von Bewerbungen. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Unser Geschäftsmodell beruht auf einem Plattformgeschäftsmodell. Unternehmen erhalten Zugang zu unserer Talent-Community, wo sie mit dem Scramble Skill Matcher passende Kandidatinnen und Kandidaten für ihre offenen Positionen finden können. Anders als auf anderen Plattformen zahlen Unternehmen bei Scramble erfolgsbasiert und nicht für die Ausschreibung per se. Das heißt, nur wenn ein Kandidat oder eine Kandidatin seine oder ihre Kontaktangaben final bereitstellt, erfolgt eine Verrechnung. Das finanzielle Risiko für Unternehmen zur Nutzung der Plattform ist somit minimal. Zusätzlich können interessierte Kunden auf Anfrage unsere Skill-Matching-Technologie sie im Sinne eines SaaS-Modells in ihre eigenen Systeme integrieren. Wer ist eure Zielgruppe? Ja, noch ein paar Worte zu unserer Zielgruppe. Auf der Talent-Seite fokussieren wir aktuell auf die Segmente Studierende, Absolventen und Young Professionals, das heißt Personen bis zu 3 Jahre nach ihrem Abschluss, zum Beispiel bei ihrem ersten Jobwechsel in der Schweiz.
Je nach weiterer Entwicklung in der Suche nach Partnern und Investoren streben wir einerseits eine Öffnung der Zielgruppe in andere Segmente an, sowie möglicherweise in der Zukunft auch eine geografische Expansion in andere Märkte. Auf der Unternehmensseite liegt unser Fokus aktuell insbesondere auf Startups und Scale-Ups sowie auf KMUs in der Schweiz. Da es für diese Unternehmenstypen teilweise recht schwierig ist, geeignete Kandidatinnen und Kandidaten zu finden und sie nicht große etablierte HR-Strukturen haben, wie zum Beispiel Großunternehmen. Natürlich sind jedoch Großunternehmen auch auf unserer Plattform als Nutzer herzlich willkommen. Wer sind eure Investoren? Ja, finanziert sind wir aktuell durch Bootstrapping in Form von strategischen Projekten mit Bezug zu unserem Geschäftsmodell und durch ein Invest von Business Angels und einem strategischen Partner. Für Mitte dieses Jahres planen wir den Abschluss einer weiteren Seed-Finanzierungsrunde, um die weitere Geschäftsentwicklung voranzutreiben und freuen uns natürlich über mögliche Kontaktaufnahmen von interessierten Investoren. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Ja, unser Geschäft hat sich eigentlich sehr gut entwickelt. Wir konnten unsere Nutzerzahlen vor allem gegen Ende des letzten Jahres stark steigern. Unsere internen Strukturen, vor allem hinsichtlich der Marktbearbeitung auf der Unternehmensseite und im Online-Marketing, stark verbessern und professionalisieren. Und werden in den nächsten Wochen weitere Plattform-Features ausliefern, die uns dabei helfen werden, unser Markt noch stärker von bisherigen Anbietern zu differenzieren. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Ja, neben den Erfolgen auf unserer eigenen Plattform, das heißt zum Beispiel der Registrierung von mehreren hundert Nutzerinnen und Nutzern in den letzten paar Monaten, könnten wir bereits einige strategische Projekte durchführen mit unterschiedlichen Projektpartnern, indem wir auf der einen Seite unser Skill-Matching-Verfahren kontinuierlich verbessern konnten und auch weitere Plattform-Features entwickeln konnten, die wir jetzt im weiteren Verlauf schärfen werden. Neben dem sind sicherlich der Abschluss der ersten Finanzierungsrunde und der Aufbau von Partnerschaften mit etablierten Unternehmen im Schweizer Markt weitere Erfolge, auf die wir bei Scramble sehr stolz sind. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in 3 Jahren stehen? Ja, 3 Jahre sind natürlich für ein Unternehmen, was erst 2 Jahre besteht, ein ziemlich langer Zeithorizont, um darüber nachzudenken. Aber wenn wir Ziele fassen wollten, dann sind es sicherlich, dass wir in 3 Jahren zur beliebtesten Plattform für das skillbasierte Job- und Kandidatenmatching in der Schweiz für Studierende, Absolventen und Young Professionals werden wollen. Unser Zielsegment haben wir dann auch hoffentlich auf andere Kunden und Zielsegmente erweitert. Wir haben eventuell unser Offering zum Thema Flexworking und Freelancing erfolgreich am Markt etabliert und erste Märkte für eine geografische Expansion identifiziert bzw. sogar erste Schritte in neue Märkte gemacht, je nach Ausgangslage. Meistens kommt es sowieso anders, als man das plant, von dem her lassen wir uns von den Anforderungen des Marktes in dieser Hinsicht leiten. Das war die Vorstellung von Scramble. Wir bringen Talente und Unternehmen zusammen. Und jetzt stellt sich als letztes vor Lex AI. Juristische Einblicke von Fachleuten. Was ist euer Produkt? Lex AI entwickelt eine innovative Legal Tech Plattform, die es Juristen ermöglicht, bei Recherche und Wissensaufbau erhebliche Arbeitszeit und somit Kosten einzusparen. Damit generiert Lex AI einen unmittelbaren Mehrwert für Anwaltskanzleien und Rechtsexperten in Unternehmen. Auf unserer SaaS-Plattform werden wir neben den originalen Gesetzestexten sogenannte Lex AI Spezialformate wie zum Beispiel Summaries und Wallpapers anbieten, die den Inhalt komplexer Regularien vorstrukturiert und in einem intuitiven Legal Design darstellen. Wer seid ihr und woher kommt ihr? Bei Lex AI haben sich 4 erfahrene Gründer zusammengefunden. Ich selbst arbeite seit knapp 15 Jahren als Rechtsanwältin und Beraterin für internationale Regulierung. Unser Commercial Officer Mike Neubauer arbeitet seit über 20 Jahren als Geschäftsführer in diversen internationalen Unternehmen der IT-, Finanz- und Energiebranche und wird den internationalen Marktaufbau verantworten. Daniel Beutel verantwortet als Scientific Officer in unserem Team vor allem die Entwicklung unserer eigenen Machine Learning Modelle, um das Verständnis von juristischen Texten mit Hilfe von künstlicher Intelligenz zu automatisieren. Unser CTO Tana Topal verantwortet den Aufbau der KI-Plattform sowie das Software-Design unserer innovativen Mobile- und Desktop-Apps. Welches Problem löst ihr? Alle Juristen haben grundsätzlich das gleiche Problem. Jedes Jahr tausende neue Urteile, tausende neue Gesetze. Allein auf EU-Ebene sehen wir mehr als 2000 neue Regularien pro Jahr und zudem hunderte Änderungen an bestehenden Regulierungen. Es gibt keinen zentralen Ort, an dem sich diese Gesetze befinden. Es dauert daher Stunden, komplexe Regelwerke und all ihre Elemente zu finden, auf Relevanz für den Mandanten zu prüfen und dann inhaltlich zu verstehen. Der Anwalt muss seine
Rechercheergebnisse anschließend individuell zusammenfassen und dokumentieren. Dies kann pro Gesetzespaket gern 30 bis 60 Stunden dauern, Tendenz steigend. Hinzu kommt, dass Mandanten generell nicht bereit sind, für vorbereitende Tätigkeiten und den Wissensaufbau ihrer Anwälte zu bezahlen. Mit LexAI steht jedem Juristen eine innovative Legal-Tech-Plattform zur Verfügung, auf der er komplexe Gesetze ohne großen Aufwand findet. Diese sind auch bereits optimal vorstrukturiert. Zudem wird er über Aktualisierungen der Gesetze automatisch informiert. Er kann zusätzlich zu den Originalgesetzestexten auf unsere Spezialformate, wie eben die Summaries und Wallpapers, zugreifen. Und ein sehr großer weiterer Vorteil, alle Gesetze sind untereinander verlinkt. Unsere Formate ermöglichen also nicht nur ein schnelles Auffinden, sondern auch ein hocheffizientes Verständnis von komplexen Gesetzen. Der bisherige Aufwand reduziert sich durch die Nutzung von LexAI wirklich auf ein Minimum. Wir gehen aktuell von einer Zeitersparnis bis zu 75% im Vergleich zur bisherigen Arbeitsweise aus. Wie funktioniert euer Geschäftsmodell? Wir werden ein userbasiertes Abo-Modell anbieten. Eine zeitaufwendige Software-Integration ist nicht notwendig. Wer ist eure Zielgruppe? Unsere Zielgruppe sind vorrangig Anwälte in Kanzleien und unternehmensinternen Rechtsabteilungen. Aber auch Wirtschaftsprüfer, Unternehmensberatungen, Verbände und politische Institutionen gehören dazu. Denn auch diese Zielgruppen müssen sich kontinuierlich und schnell über Gesetze und deren Änderungen informiert halten. Wie seid ihr finanziert? Wir haben bisher zwei erfahrene Business Angels mit Technologie- und Rechtshintergrund in die erste Entwicklungsphase von LexAI an Bord genommen. Letzte Woche haben wir zudem die Zusage für ein öffentliches Innovationsprogramm erhalten. Aktuell starten wir die Gespräche mit internationalen VCs im Rahmen unserer Seed-Runde, die wir bis spätestens Ende April abschließen wollen. Wir führen bereits erste Gespräche mit Investoren, die zum einen das Potenzial des Legal Tech und KI-Marktes verstehen und zum anderen aber auch eine internationale Skalierung in andere Rechtssysteme aktiv durch ihre Netzwerke unterstützen können. Insbesondere im US-Markt sehen wir neben der EU ein sehr hohes Potenzial für unsere Lösung. Wie hat sich das Geschäft entwickelt? Unsere Aktivitäten verlaufen im Plan und wir rechnen mit einem Produktlaunch im zweiten Halbjahr dieses Jahres. Im zweiten Quartal werden wir zudem eine ausführliche Testphase starten, in der wir User aus unseren Zielkundensegmenten aktiv in die Produktentwicklung einbeziehen werden, um insbesondere die Usability unseres Produkts zu testen und entsprechendes Feedback zu integrieren. Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen? Wir haben in den letzten 6 Monaten ein Team von insgesamt 11 Mitarbeitern inklusive den Gründern aufgebaut. Wir haben mehr als 250 komplexe EU-Regularien erfasst und analysiert und damit eine wirklich umfassende rechtliche Datenbasis geschaffen, die wir natürlich kontinuierlich erweitern werden. Die Entwicklung des mobilen LexAI Frontends läuft ebenfalls auf Hochtouren. Parallel setzen wir auch unser eigenes NLP-Modell im Backend bereits auf. Aktuell führen wir zudem viele Gespräche mit internationalen Top-Kanzleien, aber auch Rechtsabteilungen in Großunternehmen mit hochspannenden Erkenntnissen zu dem dringenden Bedarf unserer Lösung. Was glaubt ihr, wo werdet ihr in 3 Jahren stehen? Unser Ziel ist es, die internationale Legal-Tech-Plattform für Research und Wissensaufbau zu werden. Der globale Rechtsberatungsmarkt ist riesig und hat einen erheblichen technischen Nachholbedarf. Unsere prognostizierten Effizienzsteigerungen können daher zu jährlichen Kosteneinsparungen in 3-stelliger Millionenhöhe führen. Das war die Vorstellung von LexAI, juristische Einblicke von Fachleuten. Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de/junge-startups. Ja, vielen Dank an Kerstin, Susanne und Daniel für die Vorstellung eurer Startups. Ich hoffe, euch hat allen die Folge gefallen. Wie bereits am Anfang gesagt, wir freuen uns immer über Bewerbungen oder Feedback. Die Kriterien für die Teilnahme sind, das Startup ist nicht älter als 3 Jahre und hat bisher noch kein Investment über 1 Million Euro eingesammelt. Alle Bewerbungen gehen an podcast@startupinsider.de. So, ich wünsche euch allen noch eine schöne Woche. Die nächste Folge Junge Startups kommt dann wieder in einer Woche. W
Wer schnell global skalieren und die richtigen Mitarbeiter im Sales und Customer Service finden muss, der hat mit dem Outsourcing-Provider The Nest bei Webhelp den richtigen Partner an seiner Seite.